Sag mal, glaubst du, ich raff nicht, was hier abgeht? Du versuchst ganz langsam, sie weich zu kochen. Eine Berührung hier, ein Lächeln da. Bis sich irgendwann der geeignete Moment ergibt und die Königskinder endlich zusammenfinden. Auf jeden Fall freuen sie sich beide drauf, bald Vater zu werden. Sag bitte, dass das eben nur ein Scherz war. Fällt dir ein, mich zu belauschen? Wenn du deine Geheimnisse hier öffentlich ausplauderst? Ich war ja quasi gezwungen, dir zuzuhören. Aber so eine Skrupellosigkeit hätte ich selbst dir nicht zugetraut. Gleich zwei Männern vorzugaukeln, dass du schwanger von ihnen bist. Das geht dich überhaupt nichts an. Aber ich hätte es mir ja denken können. Du wirst dich nie ändern. Also was ist? Sagst du es Andi und Graf Lahnstein oder soll ich das für dich übernehmen? Das traust du dich nicht. Das kannst du nicht machen. Ich liebe ihn. Wenn es so ist, dann hat er es verdient, dass du ehrlich zu ihm bist. Tut mir leid, Olivia, bei so etwas spiele ich nicht mit. Hast du vergessen, was du deinem Bruder angetan hast? Dass du ihn 16 Jahre lang angelogen hast? Aber damit hast du kein Problem, oder was? Gregor, wenn ich Sarah und dich wirklich auseinanderbringen wollte, hätte ich ihr wohl längst erklärt, dass sie nicht meine Schwester ist, oder? Vielleicht war das ja nur auf die passende Gelegenheit. Ich sehe doch, wie du sie anmachst. Also erzähl mir nicht, dass du nichts mehr von ihr willst. Verdammt, Gregor, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Ich bin glücklich mit Jana verheiratet, genau wie du mit Sarah. Wie hast du eigentlich rausbekommen, dass wir keine Geschwister sind? Dieser Degenhardt hat dir einen Brief geschrieben. Darin hat er erklärt, dass er dein Vater ist. Ich bin abgefangen, bevor sie ihn bekommen konnte. Sie hat also nach wie vor keine Ahnung? Nein. Gregor, glaub mir, es ist besser so. Hey, wie lange wollt ihr uns eigentlich noch auf dem Trockenen sitzen lassen? Was habt ihr denn alles in Ordnung? Ja, klar. Alles bestens. Wir waren uns nur nicht ganz einig, was wir euch zu trinken holen sollen. Nicht wahr? Genau. Was machst du denn noch hier? Ich hab doch gesagt, dass ich keine Zeit habe, weil ich noch CDs kaufen will. Darf ich mal sehen? Ich hab's eilig. Wie oft soll ich denn noch sagen, dass es mir leid tut? Das kannst du so oft sagen, wie du willst. Deswegen fand ich die Aktion trotzdem ätzend. Nur weil ich gedacht habe, dass du und Miriam vielleicht ganz gut zusammenpassen. Erzähl doch nichts. Du hast einfach nur Panik, dass ich noch was von dir will. Und ich habe keine Lust, verkuppelt zu werden. So war das ja auch nicht gemeint. Ich hab gedacht, wenn du eine neue Freundin hast, dann wird das zwischen uns einfacher. Einfacher? Ja, nicht so verkrampft. Verkrampft? Konstantin, ich will doch mit dir befreundet sein. Aber dazu muss ich auch sicher sein, dass du nichts mehr von mir willst. Und also, dass dir klar ist, dass wir auseinander sind und dass du dich vielleicht nach was Neuem umschaust. Also wann und wie ich mich nach was Neuem umschaue, ist immer noch meine Sache, okay? Und außerdem, ich weiß, dass wir nicht mehr zusammen sind. Und das mit unserer Freundschaft wäre überhaupt gar kein Problem, wenn du dich mal ein bisschen geschmeidig machen könntest. Ach komm schon, Andi. Charlie und ich, wir haben uns doch ständig in der Wolle. Das ist nichts weiter. Für mich sah das aber eben aus, als würde sie dir gleich an die Gurgel gehen. Ach, jetzt übertreib mal nicht. Du sollst dich aber nicht aufregen in deinem Zustand. Schon gar nicht, wenn es um nichts Wichtiges ging. Mein Zustand? Du bist ja süß. Und du bist schwanger. Mit meinem Kind. Da werde ich mir auch ein bisschen Sorgen machen dürfen. Und deswegen finde ich auch, dass du dich mit Charlie endlich vertragen solltest. Das mit euch beiden ist schon so lange verkorkst. Ja, vielleicht hast du ja recht. Ich rede irgendwann noch mal mit ihr. Wollen wir dann? Ich meinte eigentlich jetzt gleich. Du kannst nicht immer alles aufschieben. Komm, sonst wird das nie was mit euch beiden. Das ist ja echt Kindergarten. Andi, bitte. Das ist eine Sache zwischen Charlie und mir. Andi. Können Sie sich um die von Steinfels kümmern? Sie haben offenbar wieder ein Problem mit Ihrer Krankheit.
Was kann ich für euch tun? Ich glaube, Olivia möchte dir ganz gerne sagen, wie leid es ihr tut, dass es zwischen euch beiden so schief gelaufen ist. Ach. Naja, ich bin einfach der Meinung, dass du ihr vielleicht eine zweite Chance geben solltest. So wie ich. Natürlich gab es auch Zeiten, da hätte ich sie auf der Stelle umbringen können. Vor allem nach der Geschichte mit Lisa. Aber Olivia hat sich wirklich geändert. Seit sie ein Kind von mir bekommt, ist sie ein anderer Mensch. Oh ja, davon konnte ich mir ja vorhin ein Bild machen. Ich bin wirklich beeindruckt, wie sehr du dich für meine Nichte einsetzt, Andi. Dir scheint wirklich was an ihr zu liegen. Deshalb bleibt mir dir nur eins zu sagen. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Wie ist das denn jetzt so für dich, einen anderen Namen zu haben? Die Unterschrift gelingt mir schon ganz gut. Gib zu, du hast vorher heimlich geübt. Klar, aber bitte sag's nicht, Leon. Ich habe nichts gehört. So ein bisschen komisch ist das schon, wenn Inga mich anspricht. Frau Gräfin, wohin soll ich Ihnen den Tee servieren? Ja, dann drehe ich mich immer um und frage mich, wen meint sie? Und meinen Tee koche ich mir doch selbst. Wie sieht's aus, soll ich eine Flasche Wein aufmachen? Danke für mich nicht, jedenfalls muss ich mich erstmal ins Bett legen. Wieso das denn jetzt schon? Ich bin wirklich platt und ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch bleiben. Nein, nein, ist ja auch schon spät. Ich muss morgen auch früh raus. Dabei würde ich so gerne mit dir weiterquatschen. Du tust ja gerade so, als würden wir uns nie wieder sehen. Ach, das kannst du vergessen, Frau Schwägerin. So schnell wirst du mich nicht wieder los. Susanne, täusche ich mich oder will mich dein Vater abfüllen? Das ist jetzt schon der dritte. Sie können jetzt sowieso nicht mehr nach Hause fahren. Tja, dann haben Sie sicherlich nichts dagegen, wenn ich heute hier übernachte. Prost. Prost. Hoffentlich hast du morgen keine Termine. Ich gehe dann mal ins Bett. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Lisa, warte einen Moment. Setz dich doch mal hin. Ich möchte dich was fragen, weil sonst verschiebe ich es auf morgen und dann auf übermorgen. Du willst wissen, wie ich es finde, dass du jetzt mit Lars zusammen bist. Du ungefähr. Ich freue mich für euch. Ich mag ihn ja auch echt gerne. Aber? Was ist, wenn Carla damit nicht klarkommt und wir dann Sophia nicht mehr so oft sehen können? Ich glaube, da brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. Carla hat Lars Schwester sogar gefragt, ob sie Sophias Taufpatin werden will. Charlie Schneider? Mhm. Ist doch ein gutes Zeichen, oder? Stimmt. Ich wäre auch glücklich, wenn ich weiterhin mit Carla befreundet sein könnte, trotz allem. Ist nach einer Trennung nicht so leicht, kann ich dir sagen. Du meinst Andi? Ich habe mich mit Konstantin gestritten, weil... Ach, ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall, immer wenn er nur ein bisschen nett zu mir ist, denke ich mir gleich, dass er sich wieder Hoffnung macht und ich reagiere total blöd. Dabei will er einfach nur mit mir befreundet sein. Willst du das denn auch? Mit ihm befreundet sein? Ja, klar. Schläft sie? Ja, aber du brauchst nicht zu flüstern. Wenn sie schläft, dann schläft sie. Zum Glück. Hm. Willst du was trinken? Eigentlich bin ich nur vorbeigekommen, um zu schauen, wie es dir geht. Heute Morgen warst du ja ziemlich fertig. Das ist wirklich lieb von dir, aber mir geht schon wieder viel besser. Danke. Du hast aber geweint. Ich habe dich nur ziemlich selten weinen gesehen. Susanne und mich hat mal viel verbunden. Aber ich gönne ihr alles Glück der Welt und trotzdem fällt es mir irgendwie schwer loszulassen. Was ist denn mit dir? Mir geht's nun genauso mit Lisa. Ich dachte, ihr seid inzwischen nur noch Freunde. Das sind wir auch, also... Wir probieren es zumindest. Es ist alles deutlich schwerer, als ich gedacht habe. Ja, das kann ich mir denken. Lisa und ich, wir kriegen ständig was in den falschen Hals. Mal denkt sie, ich mache sie an. Mal denke ich, sie nimmt mich nicht ernst. Mal ist sie sauer, mal ich. Das ist alles total kompliziert. Na, du machst mir ja Mut. Das muss ja bei dir und Susanne nicht genauso laufen. Ja, die Bandnerfrauen, die halten uns ganz schön auf Trab, was? Aber ohne sie wäre es auch langweilig. Papa zu werden war zwar nicht mein großer Traum, aber inzwischen freue ich mich richtig auf unseren kleinen Hosenscheißer. Echt? Mhm. Nee, das kannst du schön vergessen.
Unser Kind soll nicht so blöd werden wie ich. Aber Alkohol ist nämlich absolutes Tabu für werdende Mütter. Es fällt mir auch überhaupt gar nicht schwer, drauf zu verzichten. Ach, Olivia, was ich vorhin zu Charlie gesagt habe, das war im Übrigen mein voller Ernst. Ich finde wirklich, dass du dich ganz schön verändert hast. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, ich am Anfang jedenfalls nicht. Selbst als du mir die Geschichte mit dem Kind erzählt hast, da habe ich noch gedacht, Alter, pass mal auf, die verarscht dich nur. Das habe ich aber nicht. Ja, ja, das weiß ich ja jetzt. Es war auch nur so ein Feeling, weil du sonst halt immer Scheiße gebaut hast. Wie schon gesagt, ich habe mich eben verändert. Ja. Und ich bin richtig froh, dass du Ansgar endlich gesagt hast, dass ich der Vater bin und nicht er. Du hättest ihn weiter abzocken können, aber meine Olivia wollte lieber ehrlich sein. Das finde ich richtig gut. Und seitdem weiß ich auch, dass ich dir vertrauen kann. Nicht schlafen? Mir spuken einfach so viele Dinge durch den Kopf. Was denn? Sarah, ich will dich nicht verlieren. Gregor, was ist denn los mit dir? Du wirst mich nicht verlieren. Wie kommst du denn darauf? Ich muss immer dran denken, wie es ohne dich wäre, wenn du mich verlassen würdest. Warum sollte ich? Gregor, ich liebe dich. Wenn mir eins in den letzten 24 Stunden klar geworden ist, dann... Was? Dass ich nur mit dir zusammen sein will. Hast du nicht einfach deine verdammte Klappe gehalten? Ich meine, wie soll ich denn jetzt mit Jana glücklich werden, hä? Kannst du mir das mal erklären? Als ob die Schule nicht schon früh genug anfangen würde. Da musst du mich noch anrufen. Ich hätte mich echt null auf den Unterricht konzentrieren können, wenn wir ja vorher nicht noch mal geredet hätten. Also wegen gestern. Ich wollte mich echt noch mal bei dir entschuldigen. Dich mit Miriam verkuppeln zu wollen, das war total daneben. Es tut mir leid. Ist schon in Ordnung. Ich habe ja auch ein bisschen überreagiert. Dann bist du mir nicht mehr böse? Ich bin ja nicht nachtragend. Bei guten Freunden. Wie sieht's denn aus? Wollen wir nach der Schule was zusammen machen? Ich war schon lange nicht mehr im Kino. Es tut mir leid, nach der Schule habe ich leider schon was vor. Und später? Die Lady, mit der ich verabredet bin, wird mich, glaube ich, den ganzen Nachmittag in Anspruch nehmen. Lady. Sag bloß, du hast ein Date. Du hast doch selber gesagt, ich soll mich nach was Neuem umschauen, oder? Morgen, Olivia. Hallo, Charlie. Warum wolltest du mit mir reden? Bist du etwa nervös? Wenn du mir jetzt sagen willst, dass du mich doch bei Andi verpetzen willst, dann kann ich auch gleich zu Lars gehen. Ich hatte nicht vor, dich zu verpetzen. Es muss dir doch schon mies genug gehen. Diese ständige Lügerei muss doch selbst dir an die Nieren gehen. Zumal Andi dich ganz offensichtlich in sein Herz geschlossen hat. Du meinst, ja, aber ich liebe ihn doch auch. Ja, dann musst du ihm sagen, dass du nicht von ihm schwanger bist. Dass du überhaupt nicht schwanger bist.
kann ich nicht. Ach, Olivia, das wird sowieso irgendwann auffliegen. Wenn du nur ein bisschen im Bio-Unterricht aufgepasst hättest, dann wüsstest du das. Das weiß ich selber, Mann. Ja, und wie willst du das Problem dann lösen? Dir ein Kissen umbinden? Fehlgeburt. Was? Ich werde so tun, als hätte ich eine Fehlgeburt. Tut mir leid, wenn ich dir das so sagen muss, aber du solltest dringend Hilfe in Anspruch nehmen. Ich wollte Andi ja gar nicht belügen, aber ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Und dann wollte er auf diese blöde Motorradtour. Ach, das rechtfertigt natürlich alles. Ich will mit ihm zusammen sein. Verstehst du das denn nicht? Aber eure Beziehung gleich mit einer vorgetäuschten Schwangerschaft anfangen? Das kann doch nur nach hinten losgehen. Dann darf es eben keine Lüge bleiben. Kann ich dich gleich mitnehmen in die Stadt? Nein, ich lasse mich vom Chauffeur bringen. Ich möchte mich noch in den laufenden Geschäftsvorgänge einlesen. Komm. Bis später. Bis gleich. Ja. Ach, das ist schon ein seltsames Gefühl, sich nach so langer Zeit wieder auf die Arbeit zu konzentrieren. Ich finde, ich habe lange genug Rosen gezüchtet. Mhm. Mein Gott, Ansgar. Du musst noch früh genug in die Holding zurückkehren. Aber jetzt ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Sag mal, hast du inzwischen etwas von Natalie erfahren? Soweit ich weiß, macht sie noch immer ihren Entzug. Wenn ich Glück habe, verpassen sie eine Zwangsjacke und lassen sie nie wieder gehen. Bei dir scheint der Haussegen ja auch ziemlich schief zu hängen, oder? Gregor hat rausgefunden, dass du nicht mein Vater bist. Nein. Adrian hat Sarah einen Brief geschrieben, in dem alles drin stand. Gregor hat ihn abgefangen. Das heißt aber, Sarah... Nein, nein, sie hat keine Ahnung. Noch nicht. Aber wenn Degenhardt erfährt, dass sie seine Nachricht nie erreicht hat, dann... Dann wird er dieses Missgeschick umgehend korrigieren. Dieses verdammte, miese Dreckschwein! Er hat mir versprochen, es für sich zu behalten. Stell ihn zur Rede. Erinnere ihn an dein Versprechen. Was? Genau das will er doch bloß. Er will, dass ich mich mit ihm auseinandersetze. Und genau das wird nicht passieren. Ich habe nichts dergleichen vor. Geh endlich zu Sarah und sag ihr, dass ihr keine Geschwister seid. Nein. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Gregor schweigen wird. Wenn er schlau ist, dann wird er das, ja. Er riskiert nämlich nicht nur seine Ehe, sondern auch noch meine. Zwei Balken und ein Eisprungsymbol zeigen Ihnen, dass der LH-Anstieg ermittelt wurde und kündigen den Eisprung an. Bingo. Hallo. Oh. Bist du hier drin fertig? Ich wollte noch mal schnell duschen. Ach, ich kann ja mitkommen, wenn du nichts dagegen hast. Hm? Sag mal, kriegst du eigentlich nie genug? Du warst heute Nacht schon so unersättlich. Sind das etwa deine Hormone? Ich bin eben total verrückt nach dir. Ist das denn so schlimm? Nö, ich müsste halt vor der Baustelle noch mal in die Stadt und dann... Also, falls irgendwas sein sollte, dann weißt dann du... Dann rufe ich die Soko Baby oder dein Handy an. Die Nummer vom Kinderarzt hast du mir auch gegeben. Dreimal. Schande. Ich bin tatsächlich die Glucke geworden, die ich nie werden wollte. Dann gluck nicht weiter rum. Du bist mit Frau Schneider und dem Monsignore verabredet, um die Taufe von Sophia zu besprechen. Ja, gut, dann bin ich mal. Hat sich nicht gerade noch jemand angekündigt? Ja, das war... Lisa. Hallo. Hallo. Konstantin. Ich wollte nur mal Hallo sagen und schauen, wie Sophia geht. Also, wenn das überhaupt noch okay für dich ist. Ja, natürlich ist das okay für mich. Ich bin nur gerade auf dem Sprung, aber ich denke, ihr kommt auch ganz gut ohne mich klar, oder? Bis dann. Tschüss. Hattest du nicht eine Verabredung mit einer... Okay, Sophia ist die Lady, mit der du verabredet warst. Wer sonst? Und ich bin voll drauf reingefallen. Leider kann ich dir meine neue Freundin nicht vorstellen. Sophia schläft nämlich tief und fest. Ja, gut, dann gehe ich wohl besser. Du kannst mir beim Babysitten auch Gesellschaft leisten. Wir gucken eine DVD oder so und später drehen wir eine Runde durch den Park mit Sophia. Cool.
cool. Willst du mich nicht mal langsam loslassen? Warum sollte ich? Weil mein Seminar gleich anfängt. Ich muss weg. Du bist gut genug, Sarah. Du könntest mal schwänzen. Ja. Und was soll ich stattdessen machen? Dir bei der Arbeit zugucken? Zum Beispiel. Oh, das hättest du wohl gerne, ha? Aber leider habe ich Anwesenheitspflicht. Ich verspreche dir, aber ich komme danach gleich zurück und bewundere dich beim Bedienen. Oh, hi. Ich hab's deiner furchtbar nicht schön. Hi, Gregor. Hast du mir einen Coffee to go? Den kannst du kriegen. Du hast dir also nichts gesagt? Auch wenn mir das nicht leicht gefallen ist. Glaub mir, Gregor, es ist das Beste für uns alle. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich noch glauben soll. Gregor, auch wenn Sarah wüsste, dass wir keine Geschwister sind, es würde nichts ändern. Ich liebe Jana. Willst du also ein Fass aufmachen? Du hältst doch dicht, oder? Ich werde es dir nicht sagen. Ich glaub's ja nicht. Dafür standst du bestimmt stundenlang am Herd. Oder hast du das beim Lieferservice bestellt? Ausgewogene Ernährung ist für werdende Mütter ganz, ganz wichtig. Mhm. Und für Väter kann es auch nicht schaden. Willst du noch ein bisschen Obstsalat zum Nachtisch? Ja, gern. Ich muss nur gleich wieder auf der Baustelle sein. Oh, ich bin schon richtig spät dran. Ich muss los. Bis später, Honey Bunny. Aber stell dich schon mal drauf ein. Wenn du wiederkommst, machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Du machst mich richtig fertig. Bald werde ich Mama. So, bitteschön. Hier, stimmt so. Danke. Und noch was vor? Ich bin noch mit Jana verabredet. Sie muss heute für ihre Klausuren büffeln. Na dann. Was? Nichts. Nur sag schon, was ist los? Weißt du, ich habe mich bloß gefragt, warum ich mir die ganze Zeit so einen Kopf gemacht habe. Als es noch hieß, ihr beide seid Geschwister, da habe ich schon manchmal Angst gehabt, dass ich Sarah nicht verlieren würde. Als ich erfahren habe, dass ihr gar nicht verwandt seid. Da habe ich gedacht, okay, das war's. Jetzt holt sich Leonard die große Liebe seines Lebens zurück. Das wäre jedenfalls das, was ich gemacht hätte. Aber nichts dergleichen ist passiert. Und weißt du, was mir da klar geworden ist? Nein, du hättest um sie gekämpft. Aber du liebst Sarah gar nicht mehr.